würde es nicht tun. Ich finde das verrückt. Oh, bitte kein Bob. Oh Gott, die schönen Haare. 55 cm lange Haare. Ihr Spitzname? Rapunzel. Und doch hat sich Nafia für dieses Jahr zum Vorsatz genommen, ihre Haare sollen ab, egal was die Freunde sagen. Mein Gefühl wird mir mulmiger und mulmiger. Ich habe Angst. Was macht die Überzeugung? Welche Überzeugung? Hatte ich die je? Ich sage, es ist Zeit für eine Veränderung. Neues Jahr, neues Glück, kurze Haare. Warum nicht? Nafia hat auch schon ganz genau Vorstellungen von ihrer neuen Frisur. Übers Internet hat sie sich ein Vorbild ausgesucht. Bitte kein Bob. Doch genau dieser Bob soll es werden. In dunkelbraun und bitte nicht zu kurz. Die Haare sollen noch Nafias Gesicht sanft umspielen. Ich bin im Zweifel, ich denke aber einfach nur, ich muss jetzt mal etwas verändern. Eine Veränderung muss her. Vor 2 Jahren hatte ich ja ungefähr schon relativ kurze Haare für meine Verhältnisse. Und dann habe ich sie schulterlang gemacht. Und die wachsen halt schnell, jetzt muss es halt sein. Wenn ich es heute nicht mache und wir es nicht durchziehen, dann dauert es wieder Ewigkeiten. Ob ihre Freunde sie nach der Aktion noch erkennen? Heute Abend ist Nafia auf die Geburtstagsparty ihrer besten Freundin eingeladen. Die Versicherungskauffrau hat keinem erzählt, dass sie vorhat, sich davor noch komplett umstylen zu lassen. Die Nervosität steigt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Friseur Carsten wird Nafia einen neuen Look verpassen. Also ich finde, von ihrer Attraktivität spielt es keine Rolle. Für mich ist es immer so, wenn jemand einen optimalen Knochenaufbau hat, wunderschöne Haare hat, schöne Augen wie in ihrem Fall, sie kann alles tragen, dann ist das kein Thema. Sie wird mit kurzen und mit langen Haaren toll aussehen. Friseur Carsten setzt die Schere an. Ich habe kein Gefühl mehr. Freude aber auch. Diese komischen Schmetterlinge. Ich glaube, es sind Steine, keine Schmetterlinge im Bauch. Der erste Schnitt. Ein bisschen feuchte Augen. Die Haare sind ab. Boah. Gerade mal 15 Frauen lassen sich pro Jahr bei Carsten auf eine solche Radikalveränderung ein. Nafia hat großen Mut bewiesen und das Endergebnis kann sich sehen lassen. Geil. Sieht gar nicht nach mir aus. Oh oh, nicht, dass ich heule. Geil. Tränen sind nicht geflossen. Im Gegenteil, Nafia kann es kaum glauben, dass das tatsächlich sie selbst ist. Auf geht's zur Party. Wie werden wohl Nafias Freunde auf ihren neuen Look reagieren? Sehr überrascht. Sie werden es nicht glauben, dass ich es gewagt habe. Nein, ich fühle mich ganz erleichtert. Also ich habe mich damit angefreundet. Ich habe die Haare schön. Zeig mal, du bist so Dings, so stufenmäßig, gell? Ich habe die Haare schön. Ey, du hattest so lange Haare. Ja, schaut Hammer aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass es echt so geil ausschaut. Soll ich jetzt erwachsen aus? Nee, ich musste schon zweimal hinschauen. Also ich habe sie nicht gleich erkannt. Die Freunde sind trotzdem überzeugt und Nafia ist happy, dass sie endlich den Mut hatte. Neues Jahr, neues Glück, neue Frisur.